der Medienprojektpreis für Simone Schlinfein, Christian Jakob und Daniel Kretschmer für das Projekt Migration Control. Und für die Laudatio darf ich Jurymitglied Harald Schumann vom internationalen Recherchenetzwerk Investigate Europe und vom Berliner Tagesspiegel auf die Bühne bitten. Ja, schönen guten Abend. Das Aufregende an unserem Beruf ist, dass die Arbeit nur in Grenzen planbar ist. Zuweilen muss man völlig umdenken, umsteuern oder eine Geschichte wächst plötzlich in eine ganz andere Dimension. Und ich denke mal, so muss es auch Christian Jakob, Daniel Kretschmer und Simone Schlinfein gegangen sein, als sie irgendwann nach dem November 2015 beschlossen, bei diesem Thema größer einzusteigen. Da hatten die EU-Gewaltigen bei einer Konferenz in Malta die Regierungen vieler afrikanischer Staaten gedrängt, gegen finanzielle und technische Unterstützung Flüchtlinge von der Reise nach Europa abzuhalten. Doch wie und mit welchen Mitteln das geschehen sollte, blieb weitgehend im Dunkeln. Das schrie geradezu nach Recherche und Aufklärung. Aber wie recherchiert man Verträge und Verhandlungen mit 28 Staaten? Die Lösung verhieß ein Verein mit dem tollen Namen Fleiß und Mut. Das ist der Verein, über den die Mercator-Stiftung innovative journalistische Projekte fördert. Und für die dort eingeworbenen 30.000 Euro machte das Team dann dem Namen seiner Förderer wirklich alle Ehre. Mit großem Fleiß und noch mehr Mut organisierten sie den Aufbau einer umfassenden Datenbank und deren Auswertung. Zunächst engagierten sie an die 30 Kollegen und Wissenschaftler aus den betroffenen afrikanischen Ländern, um die Situation vor Ort zu erkunden. Dann vereinbarten sie eine Zusammenarbeit mit der NGO Statewatch, die Zugang zu vielen internen Verhandlungsdokumenten in der EU-Kommission hatte. Und dann, ich zitiere, uferte das regelrecht aus, wie Simone Schlinfein mir erzählte. Denn der Umfang des Materials sprengte alle Grenzen. Aber das Team ließ sich nicht beirren. Es entwickelte 5 Leitthesen und baute auf diesem Konzept eine Präsentation für das Netz, die dann allerdings so kompliziert ausfiel, dass sie dann auch noch eine riesige Programmierarbeit nach sich zog. Und heraus kam so ein Medienprojekt, das sage ich wirklich ganz ernsthaft, der Extraklasse. 39 Länderberichte, gut ein Dutzend ausführliche Hintergrundartikel und weit über 100 interne Papiere dokumentieren das neue dunkle Kapitel der europäischen Afrika- und Nahostpolitik. Zum Beispiel das Strategiedokument der EU-Kommission vom 7. Juni 2016. Da heißt es dann, zitiere, sämtliche Politikmaßnahmen und Instrumente, die der EU zur Verfügung stehen, sollten genutzt werden, um konkrete Ergebnisse in der Migrationssteuerung zu erzielen. Mit anderen Worten, mit aller Macht ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit sind die Europäer drauf und dran, Afrika einmal mehr nach ihrem Willen zu formen und die dortigen Regierungen in ihren Dienst zu stellen, nun eben zur Flüchtlingsabwehr. Und zwar ganz gleich, ob dabei Menschenrechte gebrochen oder Diktaturen verteidigt werden. Selbst mit den menschenverachtenden Regimen in Eritrea machen Europas Flüchtlingsbekämpfer gemeinsame Sache. Bis 2020, wurde eben schon gesagt, werden voraussichtlich 8 bis 10 Milliarden Euro ausgegeben, damit andere Länder Flüchtlinge und Migranten von Europa fernhalten. Während gleichzeitig aber die Bevölkerung der betroffenen Länder und die eigentlichen Ursachen für die Flucht gar nicht verbessert werden. Und ein ganz erheblicher Teil des Geldes fließt in die Kassen europäischer Rüstungs- und Elektronikkonzerne, die die Technik für das sogenannte integrierte Grenzmanagement bereitstellen. Und auch das beschreiben die Autoren in schmerzhafter Klarheit. Zitat, integriertes Management führt die Prävention von illegaler Migration und den Kampf gegen jede Art von Schmuggel, heißt es in einem internen Strategiepapier der EU-Kommission zu den Verhandlungen mit Nigeria. Dazu können auch Gelder aus dem Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika verwendet werden. Und dann, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hilft mit. In Burkina Faso leistet die deutsche GIZ, Zitat, fachliche Beratung zur Erarbeitung einer Politik des integrierten Grenzmanagements. In Mali berät sie bei der Überwachung der nationalen Grenzpolitik und so weiter und so fort. Wie stark dieses Projekt ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass es sich laufend fortsetzt. Im Sommer kamen 17 afrikanische Kollegen zu einem Seminar nach Berlin, um zu beraten, wie die Informationen auch in die afrikanische Öffentlichkeit getragen werden können.
Außerdem folgte dem Webdossier ein Buch. Derzeit ist ein Film für Arte und ZDF in Arbeit. Und jetzt gibt es Pläne, die Datenbank und das Webdossier an eine Wissenschaftlervereinigung zu übergeben, um die fortlaufende Aktualisierung zu gewährleisten. Außerdem wurde das Dossier ins Englische übersetzt. Die französische Version soll alsbald folgen, nicht zuletzt um die Leser im frankophonen Teil von Afrika auch zu erreichen. Ein Teil der Übersetzer, so hörte ich, fand das Projekt so gut, dass sie die Arbeit pro bono erledigten. Dem Urteil schließen wir uns gerne an. Das Dossier ist meisterhaft gestaltet, einfach so aus handwerklicher Sicht so gut gemacht. Ich muss zugeben, ich war damals richtig neidisch, als es auf den Markt kam. Denn das Dossier erschließt das komplexe Thema für jedermann und ist zugleich eine Datenbank, die zu weiterer Recherche anstiftet. Solche Medienprojekte braucht Europa. Herzlichen Glückwunsch. Der Medienprojektpreis für Simone Schlindwein, Christian Jakob und Daniel Kretschmar. Bitte kommen Sie zu uns. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Wem darf ich schon mal hier? Frau Schlindwein, so komplex und umfassend ist tatsächlich noch nie über das Thema Migrationskontrolle der EU berichtet worden. Welche Fragen waren es, die für Sie da vor allem im Zentrum standen bei dieser Geschichte? Ich glaube, es ist an. Das andere mal probieren. Das ist an, ja. Da ich ja in Afrika lebe und arbeite seit sehr vielen Jahren, knapp 10 sind es mittlerweile, war für mich der ursprüngliche Anlass einfach zu fragen, was für eine Krise findet in Europa statt, weil die eigentliche Krise ist eigentlich in Afrika. Aber die Europäer machen das, was sie wahrnehmen an Migration, eigentlich zur Krise und gehen da sehr krisenbewältigungsmäßig im Kampf gegen die Migration auch mit sehr defensiven oder sicherheitstechnischen Lösungen daran. So bin ich an das Thema gestoßen und da wir in diesem Team eigentlich auch alle in der Taz sozusagen immer am Brennpunkt sitzen, haben wir uns automatisch da von beiden Seiten gefunden und zwar von der europäischen und auch von der Online-Seite. Christian Jakob, was waren für Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser wirklich großen Recherche? Also zum einen die wahnsinnige Unverhältnismäßigkeit, mit der panisch geradezu aus Migration aus Afrika reagiert wird. Im vergangenen Jahr sind ungefähr 14 Millionen Visa für das Schengen-Gebiet ausgestellt worden. Das wird von der Öffentlichkeit klaglos hingenommen. Bei 200.000 Asylanträgen von Afrikanern ruft die europäische Politik geradezu den Notstand aus, startet eine wahnsinnige Offensive und versucht mit weitreichenden Eingriffen in viele afrikanische Länder vor Ort die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Und das vor dem Hintergrund, dass in Europa selbst ja sehr schlimme Erfahrungen gemacht worden sind mit dem Versuch, die eigenen Bevölkerungen an der Ausreise zu hindern, Bewegungsfreiheit einzuschränken. Das ist jetzt trotzdem das Rezept, mit dem man versucht, in Afrika der europäischen Flüchtlingskrise Herr zu werden. Daniel Kretschmar, die Ergebnisse sind in der gedruckten Taz erschienen, vor allem aber eben auch, wir haben es vorhin gesehen, als sehr umfangreiches Online-Dossier auf taz.de. Wie haben Sie hier die Möglichkeiten des Netzes nutzen können für diese großen Daten, die Sie da präsentieren? Ich fand das total liebenswürdig, dass das Projekt auch so von der Gestaltung und Darstellung so gelobt wird, weil ich es so unzureichend finde, wegen der Komplexität des Materials und weil die Programmierung der Maschine dahinter und die Sortierung des Materials eben erhebliche Probleme bereitet. Also ich habe neben dem Inhaltlichen halt auch sehr viel gelernt über die Beschränkungen, die aktuelle Tools im Journalismus bieten und dass wir da noch einen langen Weg vor uns haben, technisch kooperatives Arbeiten besser, einfacher und besser darstellbar machen. Können. Wir haben es gehört, das Projekt geht ja weiter. Es gibt ein Buch inzwischen, es soll auch einen Film geben
Und es gibt eine Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, die diese Datenbank auch immer weiter erweitern können? Oder was ist da genau? Also das ist unsere Wunschvorstellung. Wir schaffen das nicht, das aktuell zu halten. Also es gibt in den letzten Monaten eigentlich, wir haben das jetzt vor einem Jahr online gestellt und es hat seitdem im Wochenrhythmus neue Beschlüsse gegeben. Die Verhandlungen gehen die ganze Zeit weiter. In der kommenden Woche ist der nächste EU-Afrika-Gipfel in Abidjan. Da ist das auch wieder ein wichtiges Thema und es überfordert uns total, sozusagen diese Datenbank aktuell zu halten. Damit die Arbeit nicht umsonst war, würden wir das in der Tat gerne an eine Migrationswissenschaftlervereinigung vermachen oder vererben gewissermaßen, die das dann ein bisschen breiter aufgestellt aktuell halten können, aber mit denen reden wir dann noch drüber, also sind noch im Gespräch. Ja. Frau Schildmann, eine Frage würde mich noch interessieren. Sie haben gesagt, Sie leben in Afrika. Wir zeichnen heute hier kritischen Journalismus aus. Wie beurteilen Sie die Presselandschaft in Afrika? Also für mich war es ganz schockierend. Ich bin aus meiner afrikanischen Sicht in europäischen Politik jetzt auch nicht so firm gewesen, als wir angefangen haben. Und habe immer nur so am Rande viel mitbekommen, was eigentlich in Brüssel hinter verschlossenen Türen mit afrikanischen Regierungschefs vereinbart wird. Viele meiner Kollegen, also afrikanische Kollegen, mit denen ich dann vor Ort gesprochen habe, die waren ganz schockiert, die wussten davon gar nichts. Also für die afrikanische Zivilgesellschaft in ihren eigenen Ländern, die oft aber zu mal Diktatoren sind, wo Medienfreiheit oder auch die Ressourcen, die die Medien haben, einfach geringer sind. Die wissen zu Hause in Afrika meistens selber gar nicht, was ihre Regierung hier in Brüssel als Unterschrift unter einen Vertrag gesetzt hat, dass sie sich eigentlich verpflichtet, was im Prinzip die Freiheitsrechte in Afrika also Freizügigkeitsrechte in Afrika selber unterwandert. Und deswegen haben wir uns auch sehr eingesetzt, auch mit dem Projekt, mit unseren afrikanischen Partnern, zu sagen, wir wollen das Thema noch viel mehr auch in die afrikanische Bewusstsein der Öffentlichkeit hineinbringen und auch gemeinsam mit afrikanischen Kollegen daran arbeiten, dass wir dieses Thema weiter einfach weltweit auch auf den Tisch bringen und in die Schlagzeilen bringen. Herzlichen Dank, Simone Schlinfein, Christian Jakob, Daniel Kretschmer. Herzlichen Glückwunsch.